sagen, gefühlte 2000 Leute. Aber jetzt erzähle ich ein bisschen was. Wem darf ich mir das Handy geben? Kannst du mir wieder geben. Wir sind ja jetzt ein weiteres Mal auf der Straße, alles klar? Weil man uns bedroht. Wir sind auf der Straße. Wir sind auf der Straße, weil man uns für dumm verkauft. Dann sind wir so weit durch, oder? Oder willst du noch das Netz und unsere Privatsphäre mehr und mehr zum Zentrum der polizeilichen Ermittlungen. Hatte man uns die Vorratsdatenspeicherung noch mit der Angst vor Terrorismus und Kinderpornografie zu verkaufen versucht, so wird unsere digitale Privatsphäre mit der Bestandsdatenauskunft fast anlasslos preisgegeben. Denn nichts anderes bedeutet es, wenn Ordnungswidrigkeiten ausreichen, der Polizei und dem Geheimdienst den Generalschlüssel zu unserer digitalen Privatsphäre und Telekommunikation auszuhändigen. Wenn der automatisierte und massenhafte Zugriff bei den Providern jederzeit und auf Knopfdruck unsere intimsten sozialen Beziehungen offenlegt, dann nenne ich das Überwachungsstaat. Dabei dokumentiert die Bestandsdatenauskunft, wie wenig sich etablierte Parteien mit dem Netz auseinandersetzen, wie wenig sie im Netz zu Hause sind. Sie dokumentiert, wie sehr Netzpolitik in einem Unterausschuss als leidiges Pflichtprogramm angesehen wird und wie wenig mittlerweile Bürgerrechte und Menschenrechte im digitalen Raum bedeuten. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ordnungswidrigkeiten, darunter fallen sämtliche kleine Verkehrsdelikte, wie Niki schon sagte, der Straßenverkehrsordnung, wie Parktickets, das Fehlen eines Verbandkastens, ein kaputtes Rücklicht am Fahrrad, Verletzung der Meldepflicht, ziviler Ungehorsam, Verwarnungsgelder bei kleinen Beleidigungen. Oder ich habe zum Beispiel meine Hundesteuer nicht bezahlt. Mein Hund scheißt hier am Marktplatz unbemerkt auf die Straße. Ich habe einen falschen Heizkörper in Gebrauch. Ich habe den Müll falsch getrennt. Oder ich habe die GEZ-Gebühr nicht bezahlt. All das. Ja, ja, das wird euch allesamt blühen. Diese lächerlichen Delikte reichen bereits aus, deine IP und auch den Verlauf der von dir besuchten Webseiten zu verfolgen. Denn die Neuregelung des Paragraphen 113 des Telekommunikationsgesetzes erlaubt es auch, Verkehrsdaten abzurufen. Also wann ich wo hingesurft bin. Es gibt keinerlei Schutzmechanismen. So wird der direkte und unkomplizierte Providerzugang auch dazu führen, dass häufiger abgefragt wird. So wird aus der Ausnahmeregelung von Abfragen, die einen Richterbeschluss benötigen, die Normalität. So wird langfristig aus der Unschuldsvermutung ein anlassloser Generalverdacht eines jeden von euch. Was das für die vereinfachte Verfolgung von, und das betrifft uns Piraten ja besonders häufig, von Urheberrechtsverstößen bedeutet, kann man sich ja kaum ausmalen. Die Selbstverständlichkeit, mit der jetzt unsere Datenspuren für Behörden offenstehen, also welche Seiten wann angesurft wurden, nehmen uns auch die Freiheit, uns unvoreingenommen zu zum Beispiel intimen Themen im Netz zu informieren, zu Krankheiten, zu Dingen, wo wir nicht wissen, dass jeder davon mitbekommt. Unsere Anonymität wird ausgehebelt und wir werden sofort zu Verdächtigen. Für die Pins und Pucks unserer Handys ist zwar offiziell ein Richterbeschluss vorgesehen, der jedoch aus vielen Gründen umgangen werden kann. Wird euer Handy auf einer Demo beschlagnahmt, ihr seid ja jetzt alle ganz friedlich, hier spitzt sich nichts zu, dann wird die Polizei mit der Begründung Gefahrenverzug schnell den Zugriff auf das Handy erhalten. Darüber hinaus sind die Polizeigesetze der Länder, und damit haben sich die wenigsten bisher beschäftigt, die sind es, die diesen Zugriff erlauben und durchaus unterschiedlich regeln. Die Freistaaten Sachsen und Bayern werden in ihrer polizei- und überwachungsfreundlichen Art die Hürden sicher niedriger ansetzen, als es zum Beispiel in Berlin der Fall ist. Die schwammige Formulierung des Gesetzes öffnet hierzu Auslegungsspielräume, die dann wiederum aus Ordnungswidrigkeiten im vermeintlichen Notfall einen Generalverdacht konstruieren, der alles rechtfertigt. Dabei muss man sich mal vor Augen führen, was im Zeitalter der Smartphones die PIN bedeutet. Sobald ich mein Smartphone aktiviere, buchen sich sämtliche Apps in meine sozialen Netze ein, synchronisieren Facebook, Twitter und Google Mail. Die Polizei muss sich noch nicht einmal die Mühe machen, diese Passwörter anzufordern. Der Zugang
zu unserer ganzen Privatsphäre steht unmittelbar offen. Private Details zu meinen Freunden, Konversationen und Kontakte können unmittelbar in die Ermittlung einbezogen werden. Wie schnell diese unverhältnismäßigen Zugriffe der Polizeibehörden stattfinden können, haben wir vor wenigen Tagen in Dresden erlebt. Auf einer Demo wurden dort sämtliche Handys innerhalb der nahegelegenen Funkzellen überwacht. Das bedeutet, der komplette SMS-Verkehr und die Verkehrsdaten, also angerufene Telefonnummern und Dauer von Gesprächen, wurden ohne einen Richterbeschluss protokolliert und für Ermittlungen benutzt. Diese unverhältnismäßige Schnüffelei wird durch die Bestandsdatenauskunft zur Regel. Die Staatsorgane sind noch nicht einmal mehr in der Pflicht, uns von einer Ausspähung unserer Privatsphäre zu unterrichten. Eine Vielzahl von schwammig formulierten Ausnahmen machen jede Ermittlung zum Sonderfall. Wir werden in der Regel davon nichts erfahren. Alleine im Jahr 2008 gab es mehr als 26 Millionen Abfragen von gut 100 Behörden bei 120 Telekommunikationsfirmen. Die wenigsten unter uns wissen von der Schnüffelei in ihrer Privatsphäre. Für geheimdienstliche Ermittlungen gibt es übrigens keinerlei Hürden mehr, uns komplett zu überwachen. Der allgemeine Vorwand, die Ermittlungen schützen zu müssen, schließt auch die vom Gesetz vorgesehenen Informationen des ausgespähten Nutzers aus. Dabei müssen wir uns vor Augen führen, durch die Kombination unserer Bewegung im Netz mit modernem Data Mining, Profiling von Big Data wird die Anonymität in der Masse zunehmend eine trügerische Sicherheit. Längst können anonymisierte Datensätze durch komplexe Algorithmen genau jedem Einzelnen zugeordnet werden. Diese Techniken in Kombination mit der Bestandsdatenauskunft gehen weit über das hinaus, was George Orwell in seiner dagegen fast schon naiv anmutenden Vision 1984 skizzierte. Das Internet der Dinge, die Zukunft unserer technisierten Gesellschaft, steht auf dem Spiel und öffnet dem Überwachungsstaat die totale Kontrolle über unsere Aktivitäten. Wenn bald per IPv6 jedes Gerät in unserem Leben eine eigene Internetadresse hat, können in Kombination mit der Bestandsdatenauskunft Ordnungswidrigkeiten automatisiert und unkontrolliert erfasst werden. Die Bestandsdatenauskunft sichert dem Staat dann buchstäblich den Hauptschlüssel zur lückenlosen Steuerung unseres Lebens. Dabei hatten wir doch immer mehr Transparenz beim Staat gefordert. Der gläserne Bürger ist dagegen Realität. Was bleibt uns? Digitale Mündigkeit und Selbstschutz sind die einzigen Mittel im wilden Westen des Netzes, wenn digitale Sheriffs ohne Kontrolle ihre virtuelle Lynchjustiz ausüben und unsere Freiheit im Internet ins Gegenteil verkehren. Wir können uns nur durch Anonymisierungsverfahren, moderne Verschlüsselungsverfahren wie das Tor-Projekt schützen. Wir müssen demonstrieren, auch weiterhin auf die Straße gehen, damit dieses Gesetz im Bundesrat gekippt wird. Wir können nur hoffen, dass unsere Verfassungshüter in Karlsruhe dieses Gesetz kassieren. Und wir müssen wachsam bleiben. Das Bestandsdatengesetz ist der Anfang vom Ende der Freiheit im Netz. Es ist der letzte Baustein in den totalen Überwachungsstaat. Lasst uns dagegen kämpfen. Ich danke euch. Mein Name ist Bruno Kramm und ich bin Pirat. Der letzte Redner, bevor es dann auf die große Reise geht. Die Innenstadt ist ja doch ganz gut mit Menschen gefüllt, das ist schön. Daniel Gruber, Pirat aus Weißenburg, Bezirkstagskandidat. Viel Vergnügen. Hallo zusammen. Also erstmal, ich komme nicht aus Weißenburg, nur aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Ich mache es ein bisschen kurz. Ihr habt alle schon viel gehört und wir wollen ein bisschen noch durch die Stadt ziehen. Also, im März wurde nach einer Beratung im Innenschuss durch die Stimmen von CDU, CSU, FDP und SPD der Gesetzentwurf zur Neuregelung der Bestandsdatenauskunft beschlossen. Diese Neuregelung war überhaupt nur nötig, weil die aktuelle Version vom Bundesverfassungsgericht bereits letztes Jahr zurückgewiesen wurde. Also, worum geht's eigentlich? Die Bestandsdatenauskunft ist im Telemediengesetz verankert und gibt staatlichen Stellen, also Polizei, Verfassungsschutz
und Nachrichtendiensten die Möglichkeit zur Strafverfolgung und zur Gefahrenabwehr, um eben an den sogenannten Bestandsdaten der Telekommunikationsanbieter abzufragen. Bestandsdaten sind all diese Daten, die ihr beim Abschließen eines Mobilfunk- oder DSL-Vertrags angibt, eigentlich. Sprich Name, Bankverbindung, Adresse. Die Bestandsdatenabfrage in der neuen Version geht aber viel, viel weiter und greift eben, wie schon gehört, auch in die Verkehrsdaten ein, eben IP-Adressen und noch vieles mehr. Bei IP-Adressen zum Beispiel ist nicht mal mehr ein Richtervorbehalt geplant. Und Provider sollen Schnittstellen einrichten, um die Abfragen noch einfacher und noch automatisierter zu machen. Das heißt konkret, der Staat kann all eure Bewegungen im Netz nachvollziehen. Denn wenn das so läuft wie bei der Störerhaftung im freien WLAN, ist jeder mit einem Führerschein prinzipiell schon mal potenzieller Falschparker und wird überwacht. Um es deutlich zu machen, was die IP-Abfrage im Netz ist, es ist ganz einfach, die IP-Abfrage im Netz ist im Endeffekt die Beschattung von Personen auf der Straße. Der Unterschied ist nur der eine, IP-Abfragen kosten kaum Personalkosten und durch die Schnittstelle macht es eine Massenabfrage aller Bürger möglich. Dass Kompetenzen gerne in vollem Umfang ausgenutzt werden und schlimmer noch, oft auch übertreten werden, haben wir gesehen beim Staatstrojaner und auch bei den Funkzellenabfragen. Ich möchte mich auch gar nicht auf die Bestandsdatenauskunft als solche begrenzen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten gemerkt, dass wir in der Politik einen Trend haben, die Bürger immer mehr zu überwachen. Durch Projekte wie die Vorratsdatenspeicherung, Index und so weiter wurden Bürgerrechte immer weiter ausgehöhlt unter dem Vorwand der angeblichen Sicherheit über Bord geworfen. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel in der Politik. Weg von der Politik der Angst hin zur Politik der Freiheit. In diesem Sinne, weg mit der Bestandsdatenauskunft. Ich möchte meine Grundrechte behalten. So, dann brauchen wir, wie so häufig bei unseren Demos, eigentlich immer, eine Schneise in diese Richtung. Die Polizei wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorausfahren, gehe ich von aus. Ja, Polizei nickt, dann soll es so geschehen. Ja, wie gesagt, der LKW fährt voraus mit ein bisschen Musik und ein bisschen Gebrüll, brüllt mit und begleitet uns noch auf dieser Route. Und die Abschlusskundgebung, das Ende der Versammlung, 1, 2, 3, das Ende der Versammlung wird dann wieder hier stattfinden. Okay, also wir brauchen ungefähr 5 Minuten zum Umbauen und dann geht's los.